Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erlebt. Mein Name ist Michael Bendorf. Ich wette darauf, dass ich gerade an etwas eigenartig aussehe. Ich habe mir so eine Stirnlampe auf und die leuchtet gerade. Und diese Stirnlampe, die hatte ich zum Beispiel heute Morgen auf, als ich ganz früh rausgegangen bin, um eine Runde laufen zu gehen. Und es war draußen noch stockdunkel und ich bin über ein Feld gelaufen, wo man wirklich nichts, absolut nichts sehen konnte, mit Ausnahme dieses Lichtkegels. Dieser Lichtkegel, der gibt mir dann so ein kleines Blickfeld, so ein Sichtfeld, dass ich meine Schritte sicher setzen kann. Und nach einer ganzen Zeit merkte ich oder sah ich auf einmal vor mir einen ganz großen, intensiv roten Streifen am Horizont, wo man erkennen konnte, jetzt gleich wird die Sonne aufgehen. Also es war wirklich ergreifend schön, dieses Rot, und dann ganz allmählich wurde es durchdrungen, durchmischt von so einem goldgelben Ton und die Sonne ging auf. Und dann ist es für mich immer so ganz bewegend, weil sich dann beim Laufen eine ganze Atmosphäre ändert. Bis eben gerade war es noch stockdunkel und auf einmal wird alles durchleuchtet und du merkst, ein neuer Tag bricht an. Das sind immer unglaublich schöne Erlebnisse beim Laufen in der Natur. Und das Schöne ist dann, wenn ich dann auf einmal merke, es wird heller und heller und heller und die Sonne geht auf, dass ich irgendwann mein Licht gar nicht mehr brauche. Und ich stelle dann fest, okay, dein Licht wird schwächer, weil ein anderes Licht viel kräftiger leuchtet. Und du kannst dein Licht ausmachen und du kannst die Lampe auch einfach abnehmen. Nun, als ich so heute Morgen so am Laufen war und diese Erfahrung so gemacht habe, da musste ich an einen Psalm denken, Psalm 119, wo es in Vers 105 heißt, dein Licht ist meines Fußes Leuchte. Dein Licht, beziehungsweise dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und dein Wort, das ist das Wort Gottes. Und der Psalmist drückt darin aus, dass das Wort Gottes ihm in dunkler Zeit so viel Licht gibt, dass er Licht hat für den nächsten Schritt, den er gehen soll in seinem Leben. Das Wort Gottes für uns heute, die Bibel, hat also eine Leuchtkraft für dunkle Stunden und für schöne und für helle Stunden. Und dann haben wir ein weiteres Wort, was mich in diesem Zusammenhang bewegt, im 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 19. Da heißt es, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und das macht so deutlich so, ja, wir leben durchaus auch in dunklen, in unsicheren Zeiten, wo man nicht genau weiß, wohin geht die Reise eigentlich. Und da hinein haben wir Gottes Wort auch als ein prophetisches Wort. Und wir tun gut daran, es wahrzunehmen als ein Licht, das scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht. Und der helle Morgenstern aufgeht als ein Zeichen, als ein Bild letztlich für die Wiederkunft Jesu. Der Tag Gottes, der Tag Jesu, wenn Jesus eines Tages wiederkommen wird mit den Wolken und jedes Auge ihn sehen wird. Nun, in meinem Büro steht auf meinem Schreibtisch folgendes Bild. Es ist ein ganz schlichtes Bild, ganz einfaches Bild von Sieger Köder, der genau dieses Bild gemalt hat, dass da ein Mann ist, der sitzt im Erdigen, im Braunen, im Dunklen und er liest etwas und dieses Etwas, das sind die Heiligen Schriften und sie haben eine Strahlkraft, sie geben ihm Licht, Licht in dunklen Stunden. Und über ihm sehen wir diesen roten Streifen, wo die Morgendämmerung anbricht und wir sehen oben am Himmel den hellen Morgenstern, der ihn daran erinnert, dass eines Tages sein Herr Jesus wiederkommen wird.
Und dieses Bild, das erinnert mich immer wieder daran, in meinen täglichen Arbeiten innezuhalten, um im Wort Gottes zu lesen, darin für mich prophetische Orientierung zu finden für die Zeit, in der wir sind und für die Zeit, in die wir mehr und mehr kommen werden. Wo ich merke, ja, es hat eine Strahlkraft, dieses Wort Gottes. Es leuchtet mir so eben halt wie diese Stirnlampe. Aber ich weiß eben halt auch, dass wenn eines Tages Gott wiederkommen wird, der ewige Gottessohn wiederkommen wird, dann wird er strahlen. Dann wird er so unendlich hell sein, wenn er uns hineinnimmt in seine neue Welt am Tag Gottes, dass die Bibel dann ihre Bedeutung, ihre große Funktion als Leuchte für uns, ja, verlieren wird. Weil wir dann ihn haben, auf den wir schauen können. Und dann kommen wir in die Gemeinschaft mit ihm, so wie es sein soll. Aber bis dahin leuchtet sein Wort in uns auf, in mir auf, in dir auf und will uns immer Orientierung geben. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und jetzt sind wir so mittendrin in der Advents- und Weihnachtszeit und manches wird eben nicht leuchten. Manches wird viel dunkler sein, als wir es eigentlich möchten. Und dann glaube ich zutiefst daran, dass, wenn wir sein Wort auf uns wirken lassen, etwas dort aufstrahlen wird, was es in uns dann hell machen wird. Und dann merken wir, dass dieses Licht viel beständiger ist als jedes Licht, das auf dieser Welt leuchten könnte über die eine oder die andere gute Nachricht. Lass dieses Licht leuchten in diesen Tagen in deinem Leben und lass sein Wort so ein Licht auf deinem Weg sein, dass du weißt, okay, das sind die nächsten Schritte, die ich gehen kann. Und für die weiteren Schritte wird er es neu in mir Licht werden lassen, weil dieser Gott einfach treu ist. Und eines Tages, und daran erinnert uns diese Adventszeit ja auch, wird er wiederkommen. Und er wird so eine unfassbare Lichtgestalt sein und wird eine Ausstrahlung haben, die so unfassbar schön sein wird. Und darauf freue ich mich und das möchte ich in diesen Tagen feiern. Egal wie schwierig die Umstände sind, dieses Licht wird kommen und einmal alles hell machen und jede Finsternis vertreiben. Und bis dahin gehen wir unseren Weg treu und wissen, er wird es vollenden. In deinem Leben, in meinem Leben und mit dieser ganzen Schöpfung. Sei gesegnet.